Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Anhaltender Starkregen hat nun auch in Teilen von Bayern und Sachsen zu Hochwasser geführt. Im Berchtesgadener Land wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Viele Häuser mussten wegen Einsturzgefahr evakuiert werden. In manchen Orten muss laut deutschem Wetterdienst bis in den Abend mit erheblichen Niederschlägen gerechnet werden. Im niederbayerischen Passau werden die höchsten Wasserstände für die Nacht erwartet. Starke Regenfälle haben am späten Abend den Pegelstand der Berchtesgadener Ache sprunghaft von knapp einem Meter auf 3,80 Meter steigen lassen. Der höchste je gemessene Wert. Der Gebirgsfluss überflutet das Ortszentrum von Marktschellenberg. Häuser sind einsturzgefährdet, Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Rund 890 Hilfskräfte sind seit der Nacht im Berchtesgadener Land pausenlos im Einsatz. Der Starkregen hat auch Hänge abrutschen lassen. In Schönau am Königssee wurde deswegen ein ganzer Ortsteil evakuiert. Auch am Nachmittag regnet es hier immer wieder. Mittendrin Anwohner, die ihre Häuser von den Schlammmassen befreien. Das war ja alles nass gestern, das war fließend, das war schwer. Wir haben alle zusammen geschaufelt, aber keine Chance, wir sind nicht mehr hinterhergekommen. In Schönau waren heute auch der bayerische Ministerpräsident Söder und Bundesfinanzminister Scholz. Dieser sicherte schnelle finanzielle Hilfe zu. Wichtig ist, dass wir von vornherein uns für einen Weg entscheiden. Die Länder machen das direkt zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort in den Gemeinden. Und wir machen gleich alle Hilfe, die wir schon bei den letzten Malen auf den Weg gebracht haben, wieder verfügbar. Das ist die Soforthilfe, das ist für den Wiederaufbau der Infrastrukturen und der kaputtgegangenen Gebäude die Aufbauhilfe und auch alles das, was notwendig ist. Wir müssen jetzt versuchen, dass wir aus dieser Situation viele Schlüsse ziehen. Den Schluss, Menschen schnell zu helfen, den Schluss der Natur zu helfen und auch ein Management auf den Weg zu bringen, dass das nicht ständig passiert. Also die Klimaanpassung ist das eine, aber der Klimaschutz ist das andere. Weiter nördlich in Passau hingegen steigen die Wasserstände von Donau und Inn auch am Nachmittag noch. Ufernahe Promenaden sind überflutet, Autos nahe der Donau werden abgeschleppt. In der Altstadt werden Sandsäcke verteilt. Der Hochwasserscheitel wird in Passau in der Nacht erwartet. In Schönau am Königssee steht jetzt Martin Breitkopf. Wie ist die Lage dort? Ja, unser banger Blick geht nach oben. Es hat wieder zum Regnen angefangen, so in der letzten halben Stunde. Und für die Nacht sind weitere Regenfälle bis zu 100 Liter pro Quadratmeter prognostiziert. Das wäre natürlich noch mal richtig schlimm. Man sieht es jetzt hier auch hinter mir auf dieser Straße, stand der Schlamm ungefähr so hoch wie zur Brusthöhe. Es waren ganz viele fleißige Helfer da, die haben den Schlamm weggebracht. Und man fragt sich auch, wo kommt dieser Schlamm her? Das kann ich vielleicht auch mal gut erklären. Vom Grünstein, das ist ein Berg hier, mit losen Gestein, mit viel Sand, und da war der Regenfall so stark, dass sich dieses Geschiebe gelöst hat und hier mit einer wahnsinnigen Wucht durch diese Straße gegangen ist. Und ja, es ist so, dass hier mittlerweile die Häuser evakuiert wurden. Hier ist niemand mehr in den Häusern. Es ist einfach gefährlich und man weiß auch nicht, was heute Nacht noch alles hier passiert. Vielen Dank, Martin Breitkopf. Bundeskanzlerin Merkel hat sich erschüttert über die Zerstörungen gezeigt, die die Unwetterkatastrophe angerichtet hat. Die Verwüstungen seien unfassbar, sagte die Kanzlerin, die sich heute in Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsidentin Dreyer vor Ort informierte. Merkel sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus, dankte den Einsatzkräften und sagte Hilfe zu. Allein in Rheinland-Pfalz wurden bislang 110 Tote geborgen. Schon im Anflug auf das Eifeldorf Schuld kann sich die Bundeskanzlerin einen ersten persönlichen Eindruck von den Verwüstungen in der Region machen. Am Boden zeigt sich Angela Merkel das ganze Bild des Schreckens. Mit Ministerpräsidentin Dreyer informiert sie sich über den Stand der Aufräumarbeiten. Die Kanzlerin spricht angesichts der immensen Schäden von so wörtlich surrealen, gespenstischen Bildern. Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. In Schuld spricht die Kanzlerin auch mit Anwohnern. Viele haben hier durch das Unglück alles verloren. Die Menschen erhoffen sich eine schnelle und unbürokratische Unterstützung von Land und Bund. Wir brauchen später für den Aufbau definitiv noch mehr Hilfe, weil da können Sie hier jeden älteren Mitbürger fragen.
der es miterlebt hat. Aber da hat jeder gesagt, also selbst nach dem Krieg war es noch nicht mal so schlimm wie jetzt. Die Kanzlerin sichert den betroffenen Regionen finanzielle Unterstützung zu. Außerdem mahnt sie, die Politik müsse grundsätzlich umdenken. Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Auch das wird notwendig sein. Auch während des Besuches der Kanzlerin gehen die Aufräumarbeiten weiter. Wasser und Strom gibt es im Katastrophengebiet nicht. Die Leitungen sind beschädigt. Die Region hofft jetzt, dass die versprochenen Hilfsgelder auch schnell ankommen. In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen haben die Aufräumarbeiten begonnen. In der besonders betroffenen Ortschaft Erftstadt, südlich von Köln, suchen immer noch viele Menschen nach ihren Angehörigen. Derweil half die Bundeswehr bei der Bergung von mehr als 70 Fahrzeugen. Die Situation an der Steinbachtalsperre ist nach wie vor angespannt, laut Experten aber wegen des langsam abfließenden Wassers stabil. Aufräumen in Bad Münstereifel. Hier arbeiten sie sich durch das, was das Hochwasser zurückgelassen hat. Die Altstadt zerstört. Die Menschen, sie funktionieren nur noch. Geschäftlich sind wir am Ende. Es ist alles kaputt. Wir haben alles verloren, was wir uns in 28 Jahren aufgebaut haben. Aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir mit dem Leben davon gekommen sind. Freiwillige Helfer sind zum Teil seit Tagen im Einsatz. Diese Solidarität, ein Lichtblick für die Betroffenen. Seit gestern, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag heute ist, sind so viele Menschen gekommen. Wir haben so viel Hilfe erfahren. Und wenn man sieht, wie die Stadt eigentlich schon aufgeräumt ist, trotzdem ganzen Chaos. Wir können uns nur bei allem bedanken. Es grenze an ein Wunder, dass bis jetzt keine Toten gefunden wurden, sagen die Einsatzkräfte in Erftstadt. An dem Ort, in dem es zu gewaltigen Erdrutschen gekommen war, ganze Häuser teils weggerissen, viele andere unbewohnbar. Zahlreiche Menschen suchen noch immer ihre Angehörigen. 60 Menschen im Kreis werden vermisst. Wir pflegen unsere Eltern und wir suchen die seit 3 Tagen. Und die Vermisstenstelle in Siegburg hat noch keinerlei Listen von der Polizei übergeben worden, wo die Einzelnen aufgenommen worden sind. Und das kann es doch nicht sein nach 3 Tagen. Die Lage an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen ist weiter angespannt. Eine Entwarnung gibt es laut Einsatzkräften erst bei einer Zweidrittelentleerung. Die Menschen dürfen noch nicht zurück in die gefährdeten Ortschaften. Ebenso in Ophoven an der Grenze zu den Niederlanden. Dort war der Damm gebrochen, der Ort noch immer unter Wasser. Weitere Dammbrüche schließen die Behörden nicht aus. Bundesfinanzminister Scholz sagte der Bild am Sonntag, er rechne mit mehr als 300 Millionen Euro, die an Soforthilfe benötigt würden. Mit dem Bundeskabinett will er am Mittwoch auch über ein Wiederaufbauprogramm beraten. Wirtschaftsminister Altmaier sprach sich für eine Corona-Flutpauschale von 10.000 Euro aus. Damit sollen Unternehmen unterstützt werden, die sowohl von der Pandemie als auch vom Hochwasser getroffen wurden. Sie können für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD-Hochwasser Spendenkonto DE 62 37 02 05 6 mal die 0 10 20 30 oder online unter Aktion-Deutschland-hilft.de. Zur Unwetterkatastrophe sende das Erste auch heute wieder einen Brennpunkt gleich nach der 20 Uhr Tagesschau. Auch in Österreich ist es durch Starkregen zu Überschwemmungen gekommen. Betroffen waren vor allem die Bundesländer Wien, Tirol und Salzburg. Die Stadt Hallein rüstet sich gegen neuerliche Überschwemmungen. Nachdem gestern weite Teile der Altstadt überflutet wurden, haben die örtlichen Behörden den Zivilschutzalarm aufrechterhalten. Leichte Entspannung gibt es dagegen in den Hochwassergebieten im Süden der Niederlande. In der Gegend von Ruhrmond gingen die Pegelstände etwas zurück. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Süden und Südwesten viel Sonnenschein, später im Bayerischen Wald oder an den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Sonst mehr Wolken, aber auch Sonne und meist trocken. 17 bis 29 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Auf tagesschau24 und tagesschau.de halten wir Sie weiter auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Musik